Und es wurde was suspended. Nö. Der Task kann wieder aufgenommen werden. So. Während wir darauf warten, dass die Miner nochmal kommen und die restlichen beiden, restlichen drei Sachen hier wegchanneln. Gut. Nächster Schritt. Nächster Schritt wäre, wir bräuchten einen größeren Furniture-Stockpile. Wahrscheinlich hier drin. Und außerdem brauchen wir da dringend mal einen Wood-Stockpile. Aber dafür haben wir auch noch zu viel Steine. Aber ich glaube, einer meiner Miner müsste sich jetzt langsam mal auf den Weg machen und den Rest da wegminern. Okay. Als nächstes legen wir, wie gesagt, einen Dings an, einen sagt's mir, einen Friedhof an. Und zwar ist der beste Ort für einen Friedhof wohl die Ebene, auf denen die Minen gesetzt werden. So. Up downstairs. I. So. Und wir haben einen Planter, also einen Farmer bekommen. Was sagen unsere Stocks eigentlich? Wir haben kaum noch was zu essen. Das ist nicht so gut. Küche, Fine Meal. Küche, Fine Meal. So. Hier werden Warcrafts hergestellt. Da wir genug Wok haben, machst du mir mal wieder Wokpots. 30 Stück. So. So, hier ist alles so, wie es aussieht, erledigt. Designation, remove upstairs ramps. Ist das nächste, weil das kommen hier die weg. So. Die müssen noch weggemacht werden, dass das einen sauberen, tiefen Raum gibt, wo Goblins runterfallen können. So. Gut. Lederworkshops stehen schon, oder? Ja. Aber was noch nicht steht, ist der Raum für das Leder. So. Und weil wir schon mal dabei sind, So. Gut. Mein Miner entfernt hier gerade die Ramps. Sehr gut. Was wir übrigens noch machen wollen, sind hier und hier zwei so Art Wachposten
aufzustellen. Also Wachbunker, in die danach unsere Hunde verlagert werden. Dass die durch Fortifications rausgucken können und uns noch früher warnen können, ohne dass sie hier gleich niedergemetzelt werden, wenn die Goblins kommen. Was sagt jetzt unsere Küche? Unsere Küche sagt, wir kriegen langsam wieder Essen rein. Gut. Zu trinken haben wir noch genügend. Was sagt denn unser Food Stockpile? Ja, wir haben sehr viel zu trinken. Und wir haben Quarry Bushes, die wir demnächst mal zu Leaves verarbeiten sollten. Sobald wir passende noch mehr Bags gemacht haben. Noch mindestens 10 oder 15 Bags sollten wir machen. Das nächste, was ich machen will, weil es langsam mal Zeit ist, einen neuen Woodstockpile hier unten anlegen. Und den alten hier oben removen. So, dass das Holz hier oben nicht mehr rumliegt. Und die Ecke hier noch zu einem Finished Goods Stockpile machen. So. Ich sagte G, Finished Goods. So, Finished Goods Stockpile machen. So. Jetzt holen wir schon mal die ganzen Eidler das Holz hier ab und transportieren es darunter. Sehr schön. Und hier wird auch fleißig ausgegraben. Hier kommt unser Friedhof hin. Auch wenn das unheimlich klingt. Und hier unten dann unser Lager für Metall. Also für Eisenbarren und Eisenerz und so weiter. So, unsere Verteidigung sieht doch schon mal ganz ansprechend aus. Aber was wir noch nicht haben, dafür brauchen wir erstmal wieder einen Lever. So. Einen Lever hier. Und dann sogenannte Floodgates. Davon sollten wir im Job. Und wir haben wieder was, was verhungert ist. Wisst ihr was? Animals. Ganz ehrlich, ihr gehört jemandem? Du wirst geschlachtet. Achso, B. Was? Nein, Search bitte weg, Entschuldigung. Okay. Hunde, 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 Hunde können bald bleiben. Katze würde ich gern schlachten, kann ich aber nicht. Billy Goat wird geschlachtet. Lamm wird geschlachtet. Rentierkau, Kevibor, Jagdbulle. Die sind alle schon erwachsen übrigens. Das Lamb, Donkey Foal. Einen Esel brauchen wir auch nicht unbedingt. Jagdbulle ist schon. Chick ist. Gut. Das müssten alle gewesen sein. Gut. Schlachtet das Zeug. So, weil wir hier schon etwas Platz haben, bauen wir hier mal ein Burial Acceptable, also eine Ruhestätte hin, mit einem Granitcoffin. So, erstmal den einen einzigen. Auch wenn hier noch ziemlich gehackt und gemeinert wird, platziert bitte den Coffin. Und wir haben das neue Jahr, jetzt wird gespeichert. Das kann kurz dauern. Ich hoffe mal nicht, dass die Aufnahme dabei abschmiert. Nein. Gut, jetzt müssen wir aber noch sagen, dass es für,
dass dieser Sarg auch wirklich zum Beerdigen genutzt werden soll. So. Das bedeutet, jetzt müsste irgendeiner sich den Zwerg da oben schnappen, hoffentlich. Und ihn beerdigen. Du bist ja ein Zwerg, oder? Ja, du bist das Skelett von einem Zwerg. Ja, genau, du Zoom Creature. Können wir nicht. Zoom Building auch nicht. Schade. Aber jetzt müsste hoffentlich jemand kommen. Du, da siehst so aus. Ah, und er hat einen Dieb entdeckt. Dabei auch noch. Kommt schon, irgendwer muss den. Ja, genau, einer wollte den Zwerg beerdigen, aber er wurde durch den Goblin-Dieb abgelenkt. Okay, dann ist das hier schon mal erledigt, das Problem. Am besten, weil jetzt auch der Platz ist, bauen wir noch mehr Burial Rectangles. So, hier in einer Reihe auf. Und jetzt haben wir keine Coffins mehr. Gut. Okay. Holz wurde hier runtergeschafft. Wir haben noch einen Finished Goods Stockpile. Wir haben einen Haufen Steine rumliegen. Und Tiere wurden geslaughtert. Und unser Gemcutter wurde zur Ruhe gelegt. Und damit ist er auch endlich aus unserer Spukliste verschwunden. Das heißt, wir haben Ruhe vor ihm. Gut. Ich will mal kurz den Lever hier ausprobieren. Pull Lever. Warten wir mal kurz, bis jemand kommt, den Pult. Ja, gut. Pull Lever. Würde ihn nochmal jemand bitte pullen? So, genau. Und ich glaube, wir haben dabei einen Hund verletzt. Kann das sein? Ja, Hundeblut. Halb so wild. Gut. Jetzt etwas, was ich schon eine Weile machen wollte. Construct. Kappa Gold Stick. Rock Floodgate, genau. 6 Stück, bitte. Dafür müsste sich unser Mason dann angesprochen fühlen. Hoffe ich und denke ich mal. Und mal kurz in die Reports gucken. Einer jagt, die sind beim Sparring. Und ein Hundewelpen ist beim Kämpfen. Auch gut. Die Küche sagt, wir haben jede Menge Zeug zum Verkochen. Das heißt, ihr seid noch beim Kochen. Okay. Gut. Seid ihr noch hier unten fleißig beim Minern? Ja, der Raum ist doch gar nicht richtig ausgehoben. Der da ist fast ausgehoben. Am besten baue ich hier noch einen Furniture Stockpile hin. Ganz ehrlich. P. Furniture Stockpile. So. Nimm ihm aber auch wieder Type, Large Pots und Barrels weg. So.
Jetzt müssten wir Platz haben.